Willkommen zurück. Schön, dass du da bist heute mit dem Thema Ablehnung, Angst vor Ablehnung. Ich zeige dir, wie ich an den Punkt gekommen bin, dass Ablehnung für mich gar kein Thema mehr ist und wie du es auch schaffen kannst. Willkommen zurück zum Thema Ablehnung. Ein häufiges Thema, werde ich immer wieder gefragt von Coaching-Teilnehmern, von euch in den Kommentaren. Deswegen nehme ich es hier mal wieder dran. Und ich möchte dir heute einen ganz anderen Blick auf das Thema liefern, denn ich habe mir einfach mal überlegt, wieso ist Ablehnung denn für mich kein Ding? Wieso stört mich das nicht? Und da ist mir zuerst mal aufgefallen, Ablehnung, dieses Wort gibt es in meinem Wortschatz gar nicht. Ablehnung klingt schon mal sehr negativ, ist schon mal sehr negativ konnotiert. Das gibt es in meinem Wortschatz nicht. Ich denke nicht in Form von Ablehnung. Das gibt es bei mir nicht. Wenn eine Frau mich ablehnt, das, was für dich eine Ablehnung ist, dann ist das für mich etwas anderes. Was das ist, das will ich dir jetzt erklären. Wenn du dich noch nicht angemeldet hast, kannst du dich hier unten erst im Link in der Beschreibung fürs Online-Coaching gratis anmelden. Da kriegst du nochmal zusätzliche Informationen für deinen Erfolg mit Frauen. Das bringt dich nochmal weiter. Zusätzlich zu diesen Videos hier mehr Informationen, gratis Sachen von mir, die ich nur dort weitergebe und nicht hier. Deswegen erst im Link in der Beschreibung kannst du dich anmelden. Also, Ablehnung. Warum ist das für mich kein Ding? Die wichtige Sache, die ich dir dazu erklären muss, ist, glaube ich, wie meine Einstellung gegenüber der Welt ist. Und ich glaube auch, dass Ablehnung ganz viel damit zu tun hat, wie ist deine Einstellung gegenüber diesem Thema, wie ist deine Einstellung gegenüber zu, wie Dinge in der Welt funktionieren. Ich erkläre dir mal kurz, wie das bei mir aussieht. Ich glaube an eine, ich sag mal, höhere Macht. Du darfst das jetzt Gott nennen, du kannst das Schicksal nennen, du kannst das Leben nennen, du kannst das auch, ja, weiß ich auch nicht, was gibt es noch für Begriffe? Naja, nehmen wir mal diese drei. Du kannst es, wie gesagt, nennen, wie du willst. An eine höhere Macht, sagen wir mal. An etwas, das unser Leben auch bestimmt und auf eine gewisse Art und Weise leitet. Aber ich komme gleich dazu, was das genau bedeutet. Wichtig dabei ist, dass dieser Glaube an eine höhere Macht mich nicht dazu verleitet zu sagen, okay, ich mache jetzt nichts mehr im Sinne von, hey, die richtige Frau wird irgendwann kommen, ich muss jetzt nur zu Hause rumsitzen und auf sie warten. Das ist nicht meine Schlussfolgerung. Aber ich glaube Folgendes. Ich glaube, dass alle Sachen, die mir in meinem Leben passieren, auf irgendeine Art und Weise ganz korrekt und ganz richtig für mich sind und waren. Und manchmal gibt es Momente, da erkenne ich das noch nicht. Aber ich weiß, ich werde es später erkennen. Da bin ich absolut überzeugt von. Da entsteht auch meine Einstellung, die ich schon mal in einem Video mit euch geteilt habe, dass immer, wenn eine Trennung bei mir stattfindet, für mich eine Phase großen Wachstums kommt. Das war bis jetzt immer so. Jede Trennung, die ich hatte, und das weiß ich, hatte einen Sinn im Großen und Ganzen meines Lebens. Ich bin überzeugt davon, dass alles, was passiert, einen Sinn hat, einen Sinn, der mich auf irgendeine Art und Weise positiv voranbringt, auch wenn ich das vielleicht gerade noch nicht erkennen kann. Und ich bin absolut davon überzeugt, dass das Leben, nennen wir es jetzt mal so, wie gesagt, du könntest es so gerne das Schicksal nennen, eine höhere Macht, das Leben, Gott, wie auch immer du das nennen möchtest. Ich bin sehr überzeugt davon, dass das Leben, ich benutze jetzt mal diesen Begriff stellvertretend dafür, ich bin also überzeugt davon, dass das Leben sich um alles kümmert und sich immer in die richtige Richtung entwickelt. Deswegen gibt es für mich auch keine Ablehnung. Deswegen freue ich mich eigentlich, wenn ich so etwas wie eine Ablehnung erhalte. Das, was für dich eine Ablehnung ist, ist für mich einfach, so hatte es sein sollen. Da ist vielleicht eine schöne Frau und dann gehe ich auf jeden Fall hin und spreche sie an, weil sie gefällt mir, ich will sie kennenlernen. Und vielleicht ist sie noch nicht so ganz, sie ist nicht ganz sicher und vielleicht bleibe ich da noch ein bisschen, bleib humorvoll und spaßig bei der Sache. Aber wenn es am Ende des Tages nichts wird, dann denke ich mir, okay, ich denke mir auch manchmal kurz so, oh schade, die war echt heiß. Aber dann relativ schnell stellt sich die Gewissheit ein, okay, alles cool, so hat es sein sollen. Und dann ist diese Ablehnung für mich gar nichts Schlimmes. Die Ablehnung ist wahrscheinlich deswegen für dich etwas Schlimmes, weil du dir denkst, scheiße, wenn sie mich ablehnt, dann bin ich nicht genug, dann habe ich irgendwas falsch gemacht, dann bin ich nicht genug männlich gewesen, nicht attraktiv genug gewesen oder bin allgemein nicht attraktiv genug. Ich habe kein spannendes Leben, bin kein spannender Typ oder was auch immer dann für Glaubenssätze bei dir kommen. Das sind die Glaubenssätze, die bei dir getriggert werden, wenn du Probleme mit Ablehnung hast und dann fühlt sich das Ganze natürlich sehr negativ an. Wenn ich eine Ablehnung erfahre, dann wird bei mir mein Glaubenssatz getriggert, der einfach sagt, hey, so hat es sein sollen, alles gut, das spielt alles für dich. So könnte man es auch zusammenfassen. Ich denke, dass alles immer für mich spielt. Egal wie wenig das in dem Moment sichtbar ist. In dem Moment sehe ich das vielleicht nicht. Im Nachhinein wird es auf jeden Fall Sinn machen. Ja, es wird irgendwann Sinn machen, dass es mit gewissen Frauen nicht geklappt hat. Auch wenn ich in dem Moment denke, scheiße, das war die perfekte Frau.
war sie wohl doch nicht, sonst wäre sie ja noch an meiner Seite. Ich habe also vollkommenes Vertrauen darin, dass das Leben mir die Dinge liefert, die ich brauche, solange ich mich darum kümmere und auch meinen Teil dazu beitrage. Man könnte sagen, solange ich meine Handlung, meine Aktion in die Waagschale des Schicksals werfe, kriege ich das richtige Outcome für mich. Und das lässt sich dann, dieses Mindset lässt sich auch auf andere Dinge übertragen, wie zum Beispiel der Tod oder der Tod von Leuten in deiner Umgebung. Das ist natürlich keine schöne Sache, aber irgendwo hat es vielleicht auch seinen Sinn gehabt. Wenn man den auch vielleicht jetzt noch nicht erkennen mag oder vielleicht nie erkennen wird. Aber ich glaube, dass alles so seinen Gang nimmt, wie es seinen Gang nehmen soll und sich das alles für die Menschen am Ende des Tages auf eine positive Art und Weise auswirkt. Und diese Einstellung macht dich enorm stark und resilient gegenüber Dingen, die in deinem Leben passieren. Das ist eine Einstellung, die ich entwickeln musste. Das war nicht immer meine Einstellung. Früher haben mich Ablehnungen auch sehr mitgenommen, weil ich mir dachte, scheiße, mein Game ist nicht gut genug. Mein Game. Das ist nicht der Punkt. Darum geht es überhaupt nicht, ob dein Game gut genug ist. Wenn du ein Anfänger bist und es funktioniert noch nicht mit den Frauen, dann hat das einen Sinn. Dann ist das richtig so, dass es nicht funktioniert. Aber keine Sorge, es wird schon klappen, wenn es klappen soll. Bleib dran, schmeiß deine Aktion weiter in die Waagschale des Lebens. Sei zuversichtlich. Es ist auch Teil von Männlichkeit eines Mannes, verbunden zu sein mit etwas Höherem. Eben meiner Meinung nach. Na? Wenn ich da zum Beispiel dieses, ich nenne ihn gerne als Beispiel, Gladiator. Den Film, der Mann, Gladiator, Maximus, Aurelius, Decimus. Auch ein gläubiger Mensch. Und ich sage gar nicht, du musst an Gott glauben oder Teil einer Religion werden. Das kannst du, musst du aber nicht. Aber es geht darum zu verstehen, da ist mehr, da steckt irgendwas hinter, etwas Höheres ist da. Erlebt habe ich das in meinen Meditationen. Ich meditiere sehr lange schon, sehr viel, da erlebe ich es immer wieder. Ich habe gelesen spirituelle Literatur. Und all das kann dir dabei helfen, so eine Einstellung zu entwickeln. Und die ist unglaublich pro Leben, die ist unglaublich hilfreich. Die verhindert krasse und unnötige Rückschläge. Die verhindert, dass ich abends in meinem Bett liege und mir denke, scheiße, was ist jetzt wieder mit den Frauen, es läuft wieder nicht. Sondern ich denke mir, hey, wenn es gerade nicht so gut läuft mit den Frauen, hat das auch seinen Sinn. Und das wird schon werden. Und das ist natürlich total entspannt. Wie gesagt, in Handlung treten muss man immer. Das ist kein Blankoscheck dafür, sich aufs Bett zu legen und zu sagen, boah, also die Frau wird mir jetzt hier, morgen klingelt sie an meiner Tür. Kann auch sein, aber das ist, den Weg nehme ich nicht. Ich glaube daran, dass ich das bekomme, was ich brauche und dass es richtig für mich ist. Aber ich muss auch was dafür zahlen. Ja, es ist so ein Säen- und Ernten-Prinzip. Ich gehe auch nicht dahin und denke, das Feld wird mir schon das Zeug geben. Nein, ich muss das Feld erstmal säen. Aber dann wird schon was Gutes dabei rumkommen. Das ist die Einstellung, die auch dir dabei helfen kann, damit Ablehnung absolut kein Thema mehr ist. Weil es ist doch klar, wenn ich das so sehe, dann sehe ich eine Frau, die mir gefällt, gehe auf sie zu und denke mir so, okay. Ich habe einfach mal Spaß mit der Frau und guck mal, weil am Ende des Tages wird sowieso das Richtige dabei rauskommen, egal ob es jetzt nicht funktioniert oder ob es funktioniert. Beides wird das richtige Ergebnis sein. Und ich glaube, du kannst dir schon vorstellen, wie sich so eine Einstellung auswirkt. Du kannst dir schon vorstellen, dass das enorm entspannt. Weil es kann ja nichts schief laufen, es kann ja nur gut laufen. Super. Ganz relaxed. Und das kann auch dir dabei helfen. Wie gesagt, Meditation hilft bei der Erkenntnis. Spirituelle Literatur. Weg des wahren Mannes ist ein Buch, was ich an der Stelle empfehle. Denn Weg des wahren Mannes von David Deida geht schon so ein bisschen in so eine, da gibt es noch was über dir Richtung. Das sind so Anfangspunkte, die man wählen kann, um mit dem Thema sich zu befassen. Du kannst aber auch gerne klassisch religiös unterwegs sein. Das ist auch kein Problem. Und auch diese Dinge lassen sich zum Beispiel vereinbaren. Religiosität und Frauen kennenlernen. Das lässt sich natürlich vereinbaren. In welchem Maße, das muss man für sich selbst entscheiden. Also wenn du jetzt der Don Juan bist und jeden Tag eine andere flachlegen willst und dann zum Beispiel hochreligiös sein willst mit allen Regeln und drum und dran, dann beißt sich das natürlich. Aber das muss es nicht. Es geht einfach darum, dass du ein Vertrauen hast, auch in etwas Größeres. Vertrauen in dich selber, aber auch Vertrauen darin, dass das Universum, so könnte man es auch nennen, das Schicksal, das Leben sich optimalerweise um dich kümmert. Ja, Bücher, Meditation, auch eine gute Empfehlung. Bücher, so Spiritualität, Universum, Schicksal, meinetwegen. Alles interessante Literatur, um mal deinen Geist so ein bisschen zu erweitern. Wenn du deine Angst vor Ablehnung loswerden willst, dann ist das der absolut beste Weg. Es ist der beste Weg. Man kann es auch anders machen. Ich habe schon öfter darüber gesprochen. Man kann auch einfach lernen, mit Emotionen umzugehen.
Und das sollte man auch. Man sollte mit den Emotionen, die kommen, auf jeden Fall umgehen lernen. Aber wenn man sich so ein wirklich stärkendes Mindset, einen Glaubenssatz, einen wirklichen Glauben aneignen kann, dann kann dich nichts mehr erschüttern. Kann es nicht. Und wenn doch, dann gehst du halt damit emotional um und stellst dich der Sache wie ein Mann. Das zu diesem Thema. Fragen dazu oder Videovorschläge in die Kommentare. Geil, dass du dabei warst. Links neben mir. Abonnierst du den Channel, wenn du es noch nicht gemacht hast. Ich hoffe, du hast es schon gemacht. Unter mir bewirbst du dich für ein Coaching, wenn du mehr Erfolg mit Frauen haben willst. Ein paar Plätze sind noch frei für Ende des Jahres. Und rechts geht es zu einem Video, das hierin anknüpft. Unbedingt schauen, wenn du bis hierhin geschaut hast. Geil, dass du dabei warst. Übermorgen, das weißt du, sehen wir uns wieder. Ich freue mich drauf, dich dann wieder hier zu haben. Bis dahin, ciao.